Das ist die einzige Bahn im Start bei den Motorradfahrern. Ausführung und dem Ralf Binder. Das war natürlich ein super Interview. Danke, Thomas. Der bleibt wie zuvor eben für andere drei, die leider nicht mehr dabei sind. Letzter Hoffnungslauf ist bereits im Gange. David von der Partie sind Bernd Steinfunkus. David Stocker, wenn ich das richtig gesehen habe, ganz, ganz rechts mit der Startnummer 100. Der erste kommt durch und das sieht ganz gut aus für ihn. Setzt sich jetzt vorne ab. Ja, man richtig macht und mir das Richtige jetzt aufschreibt, dass der David Stocker auch diesen Vorlauf, diesen Hoffnungslauf. Sehen Sie Florian aus, Georg Schmidt. 2013. Zwei beim Snowspeed-Ziel, der nächste Motorrad. Der nächste Lauf natürlich. Mal schauen, ob der Alexander Meisner geschafft hat. Der Hoffnungslauf und der vierte ist schon im Gange, ist schon. Der Lukas Gehmeier. Luki, wo bist du? 126. Frei für den ersten Vorlauf der Skinus. Ja, da geht's. Mit Spitzengeschwindigkeiten von Bisto. 160 Stundenkilometer. Rauf, der finale Grande. Unvorstellbar. Diese kleinen Felder, die schlucken die einfach. Startsignal natürlich auf Start 3 für die nächsten Skirus. Naja, da gleich zu Beginn heißt, das richtige Risiko zu wählen über die erste Kurve. Für den nächsten Lauf Mario Steinbrucker, Horst Zuema, Martin Haberl, Markus Schmidjell, Kevin Ganster und Manuel Kral. Manuel Kral, ja, das war der, der noch im Zielbereich, im Startbereich natürlich gelegen ist, am Boden, am Hintern, im nassen Schnee. Aufgestanden, zwei Leute überholt hat und jetzt mit dabei ist. Josef Erlesberger und Kevin Tassotti. Kevin Tassotti, der über den Hoffnungslauf hier hereingekommen ist, der sich hier qualifiziert hat, steigt auf und steht im Semifinale. Also, einer hat seine Chance schon genützt. Sie sehen, liebe Zuseher, wenn man im Hoffnungslauf ist, ist das Rennen, ist dieser Wettkampf noch nicht verloren. Diesen Lauf, auch er über die Hoffnungsrunde, über den Hoffnungslauf qualifiziert, er steht als erster jetzt im Semifinale, hat seine Chance genützt, Markus Schmidjell, ob er auch hier wieder so stark aufkommt. Startnummer 93 brauchen wir auch für den nächsten Lauf. Startnummer 93, da kommt sie schon, jawohl, haben wir schon gesehen. Jawohl, wir nehmen 40 vom Motorsport für Breital. Jetzt muss es laut werden!
wird's interessant.